Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, da sind wir mal wieder nach einer langen Zeit zu einem Let's Retro und zwar RTL Skispringen 2002. Ist damals erschienen für den PC und auch für die PlayStation 1. Und wir spielen hier die PlayStation 1 Variante. Wir gucken mal kurz in die Credits, denn ich hatte jetzt vorher nicht großartig geguckt, von wem das Spiel war. Wir sehen es hier von RTL Enterprise und von VCC Entertainment, eine Co-Produktion. Und ja, damals war es doch so die Zeit, wo ich das sehr gerne geguckt habe. Skispringen und hatte mir dann das Spiel geholt gehabt mit Martin Schmidt, das konterfrei. Und er war auch der einzige lizenzierte Springer, den es gab. Das können wir hier ganz gut sehen. War das jetzt hier? Ja. Die Computerspringer, da sehen wir es, Martin Schmidt. Ansonsten Adam Malisch, Adam Maliski oder Sven Hanni Waldi, Sven Hannawald. Oder wen haben wir noch? Andreas Goldbringer heißt er hier. Andreas Goldberger. Und so weiter und so fort. Janne Ohanen, eigentlich ja Janne Ahonen. Und ja, das waren auf jeden Fall, ihr seht hier insgesamt 72 Springer, die es hier gibt, von der damaligen Weltcup-Saison. Und ich habe mir mal meinen eigenen schnell zusammengebastelt. Und zwar den Joker. Die anderen waren hier alle schon drin. Fragt mich jetzt nicht warum. Und ja, weil es gibt hier nicht so, es gibt hier zwar einen Fun-Modus oder einen Übungsmodus, aber ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal so in die Karriere hinein. Da kann man aussuchen, ob man den Weltcup machen will, die Vier-Schanzentournee, Skifliegen oder den Mannschaftsmodus. Und ich würde mal sagen, wir machen einfach mal Skifliegen. Auf leicht, weil ich absolut keine Ahnung mehr habe, wie das ging. Ach so. Falsche Taste. So, Nummer 1. Neue Saison. Nur warum sind die anderen jetzt nicht dabei? Das frage ich mich gerade. Ich mache das jetzt einfach mal hier. 5 Springer gehen nur. Okay. Weiter. 4 Springen hätten wir hier. Also die Schanzen vom damaligen Saison sind alle eigentlich mit dabei. Weil mir das noch bekannt war. So, hier kann man dann halt kaufen, wachsen. Das ist ja auch ganz wichtig, damit man die richtigen, ja, die richtige Fläche, dann die richtige Reibungsfläche hat zwischen den Skiern und dem Schnee. Aber damit bin ich nie klargekommen, ehrlich gesagt. Man sieht hier Pulverschnee 100%, grober Schnee 0% und da muss man dann die richtige Wahl finden. Aber wir haben sowieso nichts auf dem Konto, kein Sponsor, kein Preisgeld. Wir könnten trainieren, das heißt, hier sehen wir es auch. Aber auch dafür haben wir noch nichts an Kohle. Ach so, nee, dann habe ich doch hier was Falsches ausgesucht. Nee, dann müssen wir mal Saison abbrechen machen und versuchen doch mal die Vier-Schanzentournee. So, wenn ich jetzt einfach auf weiter gehe. Ach so, das. Ja, nee, doch, dann war das vorhin doch richtig. Dann darf ich nur mich aussuchen. Also das sind diejenigen, die hier schon noch, die anderen, die ja mit bei auf der Memory Card oder was gespeichert waren. Da brauche ich dann also nur mich aussuchen. So, dann auch weitergehen. Und dann können wir jetzt in den Wettkampf starten. Die haben die Wachsmischung noch nicht eingestellt, trotzdem weiter. Ja. Was ist denn für ein Wetterbericht? 70% Pulverschnee, 30% grober Schnee. Ach so, und das kann man jetzt. 70% Pulverschnee.
So, ja, 70 zu 30. Jo, will ich einfach mal sagen, lassen wir mal so. Okay. Gehen in den Wettkampf, damit ich euch auch was vom Spiel zeige. Und wenn es euch gefällt, also gerade jetzt, da ja die Vier-Schanzentournee und auch ja wieder der Wintersport hier sowieso in aller Munde ist, bis zum März, April geht das ja immer. So, hier sehen wir die beiden Schanzen, Hararov. Einmal die Skiflieger, also die größere Schanze und dann die Normalschanze. Da gibt es ja auch immer die verschiedenen Varianten. Ich finde, für die damalige Zeit war es auf jeden Fall gut animiert. Die Vedasmo ist zu 53% richtig. Da seht ihr meinen The Joker. Schwede bin ich. So, und jetzt mal gucken. Muss man das hier genau in der Mitte halten, den Balken, und rechtzeitig abspringen. Und jetzt gerade halten, gerade halten, gerade halten, gerade halten, gerade halten, gerade halten und rechtzeitig landen. Oh, gut, für den ersten Sprung. 161 Meter. So, und jetzt kann man sich alle anderen auch noch angucken. Martin Schmidt kommt als nächster. Gewählte Wachskombination ist zu 82% richtig. Könnte man jetzt auch sich angucken, wie der jetzt hier. Oder die Berechnung. Das machen wir mal schnell. Und dann sind wir, wie wir sehen, auf Platz 32 nach der ersten Runde. Auch hier die Einblendung, wie es damals bekannt war. Zu Zeiten von RTL. Mittlerweile hat der ARD und ZDF die Rechte für den Wintersport und Eurosport natürlich. Und wir sind aber unter den Top 50 hier in der Qualifikation. Bei dem Sprung, oder weiß gar nicht, gab es auch zwei Sprünge. Jetzt springt Ronny Weißberg. Ach nee, da war es auch so. Okay, ich dachte, das ist nur bei der Vier-Schanzentournee, dass da gegeneinander welche antreten. Das machen wir mal. Joker gegen, oh, gegen den Goldberger, Andreas Goldbringer, wie er hier heißt. Dann springen wir mal. Total verrissen am Schanzentisch. Ui, da geht auch schon. An die V muss ich ja mal gedrückt halten. Oh. Ah. Oje. Nee, das reicht, glaube ich, denke ich mal nicht. So weiterkommen. 153. Wir gucken uns mal an, was der Goldberger hier zusammen springt. Und ja. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr vielleicht hier sehen wollt, wie ich vielleicht so eine Weltcup-Saison springe. Oder vielleicht Vier-Schanzentournee. Das wäre gar nicht mal. Oh ja, der eindeutig besser. Ja, vielleicht war ich mal so uninteressant für so eine Karriere. Ich habe zwar momentan für Januar schon noch ein anderes Let's Play, was ich mir jetzt auch vorstellen könnte. Aber. Ich kann mir auch sowas hier jetzt noch nebenbei vorstellen oder das erstmal zu bringen. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Aber auf jeden Fall sind wir hier im ersten Durchgang leider gescheitert mit 41,4 Punkten. Aber immerhin 50. Platz. Das Finale. Mal gucken, wer gewonnen hat. Besten 30 Adam Malysz gewinnt vor Martin Schmidt und Wolfgang Leutzel, der Österreicher. Dann Ahonen und. Hier ist die Leinen. Weiß ich jetzt gar nicht. Man kann ja auch die Namen alle verändern, also wäre sicherlich auch interessant. Weltrangliste. Leider haben wir keine Punkte gekriegt. Aber vielleicht haben wir ein bisschen Geld bekommen. Gucken wir mal. Ein Versandhaus sponsert ihre Saison mit 4.500 € Sponsorenvertrag annehmen. Jo. Jetzt könnten wir mal uns neue Skier holen. Das sehen wir hier. Neuer Helm, Anzug, Schuhe, aber denk mal, da sollten wir vielleicht erstmal. Hier seht ihr auch Technik, Fitness. Ich habe das so ein bisschen Mittelwert versucht zu nehmen. Motivation 50, meine Größe 1,80, Gewicht 75 Kilo, Alter 34, da habe ich mich ein bisschen verballert, wie ich gerade sehe. Aber wollte das jetzt auch nur mal zeigen. Wachsen. Ja, da könnte man jetzt natürlich noch mehr hier auswählen. Das kostet aber alles natürlich.
Qualität perfekt. Und Training könnten wir machen. Die Rangliste schauen wir uns an. Da sehen wir gerade die Weltrangliste, wie sie ist. Und aber hier kann ich, glaube ich, jetzt gerade bei diesen Springen. Jetzt ist wieder Hararov, Rampe Nummer 2 von 4. Jetzt ist nicht möglich, einen Trainer auszusuchen. Also das kann man wirklich dann nur in der richtigen Saison, also im Weltcup und dann auch bei der Vierschanzentournee. Ich würde gerne aber nochmal springen. Trotz alledem wachsen wir mal noch eine Runde. Wie ist denn das Wetter? 80% Pulverschnee, 20% grober Schnee. Das heißt, wir würden es so machen. Schneemittel, Schneefeucht. Und da muss man jetzt genau sehen, wie es Schneefeuchtigkeit 30%. Das heißt, man müsste jetzt hier sowas kaufen. Denn 30% ist eigentlich... Ja, geht das schon eher im Mittelbereich oder ist das doch trocken? Luftfeuchtigkeit müsste man dann auch sehen. Die ist bei 10%. Ist also trocken. Müsste man also dann hier was anderes auswählen. Und da muss man genau auf die Temperaturen achten. Aber ich glaube, ich habe da damals nicht so unbedingt immer ein Auge drauf gehabt. Aber jetzt 80-20, wir nehmen jetzt einfach mal das. So, gehen in den Wettkampf. Und es wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also ich überlege es. Ich warte jetzt auf jeden Fall, bis die Folge online kommt. Das ist ja jetzt an, wenn noch die Vierschanzentournee ist, das müsste ja jetzt die Dienstag sein, am 3. Januar. Ist das ein Dienstag? Irgendwie so jedenfalls um den Dreh wird das Video online kommen. Und mal sehen, ob jemand was von euch postet. Ansonsten, ich überlege es mir auf jeden Fall. Oh. Ruhige Flugphase. Ach. Ja, leider die Animation. Man sieht, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht, richtig mit dem Telemark landen. 158 Meter, 53,9. Alexander Frau, wie hieß der denn? Alexander Herr? Weiß ich schon gar nicht mehr. 68. Aie. Aie. Das ist weit hinter den Erwartungen. Das ist weit hinter den Erwartungen. Uiuiui. Schade. Das hat nicht sollen sein. Nur Platz 68. Mal sehen, haben wir noch was bekommen, Manni? Nee. Planitzer. Ja, wenn das so weiter so geht, dann Pulverschnee 20%. Feuchtigkeit 50%, also Mittel. So, haben wir jetzt mal so Schneemittel. Wie viel? Puh, minus 25 Grad. Halleluja. Gibt es aber gar nicht so in dem Sinne. Gibt es dann trocken minus 20 Grad? Ist das 50%? Aber es ist eigentlich Mittel. Also müssten wir 1400. Was sind nur 20%, also die würde ich hier lassen. Ich würde eher mal versuchen, grober Schnee feucht und minus 10 Grad. Feucht und minus 10 Grad, ja, das würde sich hier natürlich aneignen. Hm? Oh, falsch gedrückt. Kaufen, ach hier, 1400, ja. 25 Einheiten. So, dann nehmen wir 20 da und so. Jo. Okay, dann versuchen wir das einfach mal. Obwohl es schwer wirklich ist, die Balance auch zu halten. Wenn man da abspringt, muss man den Stick nach hinten gedrückt halten und man muss versuchen, ja halt die Balance zu finden. So, jetzt sind wir an Planitzer angekommen. Also auch hier sind zwei Springen, denke ich mal. Milka, ja, der große Sponsor, weiß gar nicht, ich glaube, der ist immer noch.
62%, richtig? Okay. Es gab dann noch einen Nachfolger, 2007 auf jeden Fall noch. RTL Skispringen, der auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht war. Oh, immer so. Komm. Halten. Gute Landung. Gute, richtige Landung. 179, 98,2 Punkte. Das müsste eigentlich reichen, hoffe ich mal. Damit wir wieder im Finale stehen. 32. Sehr gut. Wer ist ganz vorne? Schmidt vor Malisch und Leutzl. Gegen wen springen wir? Gegen Jani Sojaninen. Da bin ich jetzt überfragt, wer das sein könnte. Meter. Dann gucken wir doch mal. 97,4 Punkte, gar nicht mal so schlecht. Aber das erste Flugdrittel, so, wie es immer schön heißt, habe ich nicht gut getroffen. Und jetzt gucken wir mal, was hier unser KI-Gegner macht. Driftet leicht ab, aber hält sich trotzdem gut. Und das wird dem reichen. Ich denke mal, das soll auch eine Telemark-Landung sein. Ja. Schlägt uns dann doch deutlich, leider. Oh, schade. Kein Lucky Loser. Denn es springen ja die besten 50 gegeneinander. Also 25 kommen weiter dann in den Duellen und die besten 5 Verlierer kommt es auch noch, so wie es als letzter wieder sehen. Peter Sander ist, glaube ich, Peter Panda hieß der. Oh, weiß schon wieder gar nicht mehr. Einige sind mir vom Namen her auch schon entfallen. Der Italiener Alberto Cocano sagt mir aber auch noch was. Der Italiener war auch eigentlich mal da um die Top 30 mit dabei. Ja, wir haben es leider nicht ganz ins Finale geschafft. Und jetzt sehen wir die Finalspringer. Schmidt gewinnt formalisch. Und wir wollen jetzt auch noch das vierte Springen machen. Eine Aktieninvestition zahlt sich jetzt aus mit 3000 Euro. Sehr gut. Nochmal in Planitzer. Wir gucken mal auf das Wetter. 90% Pulver, Schnee haben wir jetzt. Feuchtigkeit 100%, minus 24 Grad. Okay. Das ist feucht. Und zwar 24 minus. Dann müssen wir mal das kaufen. Das sind 90%. Grober Schnee 10%. Ach nee, das ist ja die Luftfeuchtigkeit, Temperatur, da muss man das ja wahrscheinlich, wa? Wetterbericht, aber dann ist ja dieses Blaue, müsste ja eigentlich Luft, müsste mit dem rohen Schnee auch zusammenhängen, oder? Egal, wie gesagt, solltet ihr was wissen, wie das vielleicht gemeint ist, wie was zu welchem passt. Ich würde sagen, das rote Wetterbericht, halt der Pulverschnee und der Schnee darunter direkt Feuchtigkeit und Temperatur. 90% vom Pulverschnee mit der 100% Feuchtigkeit und 24 Grad minus Temperatur und der grobe Schnee 10% die Luftfeuchtigkeit damit eher gemeint ist. Ich kann mich auch total täuschen. Ist eher mittel, würde ich sagen, wenn. Mittel. Mittel und minus 10 Grad. Ah, hier sind ja noch viel mehr. Ja, die haben natürlich dann alle universal. Dann nehmen wir ihn hier halt. Achso, ihn daran wollen. Okay, ja, dann nehmen wir das so. Und starten in das letzte Springen. Und dann haben wir hier
bisschen was gezeigt. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt. 59% war es immerhin richtig. Diesmal. Schanzentisch sehr gut. Zweites Flugdrittel dann leider zu sehr nach links gedriftet. Aber das ist, glaube ich, jetzt schon die beste Weite, die ich erreicht hatte in allen vier Springen mal. Platz 37 reicht aus, aber ja. Jetzt muss ich nochmal so einen Sprung raushauen. Wieder gegen den Goldi. Gegen Goldberger. Oh, Kacke. Aber zieh nach unten, zieh nach unten, zieh nach unten. Ich glaube nicht, dass es ausreicht. Schade, ich hätte, glaube ich, schon die 100. 18 Meter Marke knacken müssen, um eine Chance zu haben gegen Goldberger. Na, er kommt auch ziemlich flach vom Schanzentisch. Oh, oh, es ist knapp, aber ich glaube, es reicht für ihn. Ja, doch, klar und deutlich. Aber vielleicht die Lucky Loser Wertung? Oh, letzter sogar, schade. Ja, es ist nicht leicht, also mit diesem ganzen, dann die richtige Wachskombination zu finden. Schon nicht leicht. Gewonnen hat Malisch vor Schmidt und Leutzel. Und somit am Ende die Weltranglistenpunkte. Malisch und Schmidt punktgleich, auch interessant. Okay. Ja, also es ist Platz 35, aber am Ende, okay, das ist jetzt nicht so schlecht. Ja, alle, die halt 0 Punkte haben. Das kommt dann dabei raus. Ja, es ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Laune und wie gesagt, so eine Weltcup-Saison oder Vier-Schanzentournee, Mannschaftsmodus, gibt einige Modi. Ich glaube, Multiplayer hatte ich auch gelesen gehabt. Oder diesen Fun-Modus, glaube ich, bis zu 16 Leute. Oder ja, umso mehr Springer man klar hier macht, umso mehr können natürlich auch an so Sachen teilnehmen. Aber ich glaube, bis zu 16 menschliche Teilnehmer können dabei sein. Und ja, das ist RTL Skispringen 2002, Let's Retro-Titel. Und ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Beziehungsweise, wenn ihr sehen wollt, dass ich hier vielleicht eine Saison mache, dann würde ich das versuchen, jetzt im Januar einzubauen. Spätestens so ab der dritten Januarwoche würde das dann vonstatten gehen. Bis dahin würde ich dann erstmal noch Material bringen, auch weil ich immer 2 Wochen ja im Voraus aufnehme. Und ja, schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.